Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. In dem Video geht es um Personenzertifizierung. Bisher habe ich mich im Schwerpunkt mit den Anforderungen an Compliance-Management-Systeme befasst, aber heute geht es um die Kompetenz der Compliance-Manager. Denn eins ist für mich klar, also das System kann so gut sein, wie es will, aber maßgeblich hängt es doch davon ab, von der Kompetenz der Personen, die einen Prozess ausführen oder leiten oder überwachen. Und wie erwirbt man diese Kompetenz? Und noch vielleicht viel wichtiger, wie weist man seine Kompetenz nach? Die Fragen will ich heute mit Hartmut Renz besprechen. Hartmut ist ein erfahrener Compliance-Chef und seit 1. Oktober Co-CEO der TraxHerd GmbH. Hallo Hartmut. Hallo Andreas, danke für deine Einladung und ich freue mich, mal wieder mit dir über aktuelle Themen sprechen zu dürfen. Und du kennst meine Historie. Ich bin seit über 20 Jahren im regulatorischen und Compliance-Markt unterwegs und mir ist es immer wieder eine Freude, Menschen abzuholen und auch auf eine höhere Stufe ihrer persönlichen Ausbildung und Weiterbildung zu bringen. Ja, das weiß ich und ich bedanke mich auch. Wir hatten ja auch ein Video zu meiner Extractable Value gemacht. Und jetzt bin ich aber wirklich froh, dich für das Thema Personenzertifizierung gewinnen zu können. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich doch noch mal nachfragen, was genau macht TraxHerd? TraxHerd ist jetzt seit mittlerweile 6 Jahren im Markt aktiv, ist in Deutschland beheimatet als deutsche GmbH und ist ein Personenzertifizierungsbody. Also sprich, wir konzentrieren uns auf globale ISO-Standards, von denen es mittlerweile ungefähr 25.000 gibt und zertifizieren Menschen wie dich oder mich oder andere auf diese Standards. Und das heißt, dort werden Zertifizierungen ausgesprochen aufgrund einer US-Akkreditierung, die wir zum Teil auf unsere Prozesse schon drauf haben und können damit ein sehr, sehr hohes Level an Ausbildung geben, um den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, auf Basis der täglichen Arbeit qualifiziert zu sein. Ja, dann bin ich ja genau bei dir an der richtigen Adresse. Vielen Dank, dass du die Zeit für die Fragen nimmst, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber jetzt kommen wir doch zur Eingangsthese. Würdest du mir zustimmen, dass es beim Compliance-Management im Wesentlichen auf die handelnden Personen ankommt, dass das System quasi mit denen steht und fällt? Ich würde es noch nicht mal nur auf das Thema Compliance Management runterbrechen wollen, Andreas. Wir sprechen ja heute über Personenzertifizierung, aber natürlich, du und ich haben zusammen eine Erfahrung über mehrere, ich möchte fast sagen Dekaden in den Compliance-Funktionen in Deutschland. Und Personenzertifizierung hat etwas damit zu tun, dass jemand, der tagtäglich seine Aufgaben erfüllt, mit Passion, mit Leidenschaft erfüllt, auch dafür ausreichend qualifiziert und weitergebildet ist. Und wenn wir jetzt eine Stufe höher wieder gehen, auf Basis eines Management-Systems, sei es Compliance-Management oder sei es Informationssicherheitsmanagement, das ist ein Standard ISO 27001, den es jetzt mittlerweile schon seit Jahren gibt, auch wieder in der aktuellen Fassung gerade vorliegend und wo gerade in der Industrie sehr starker Wert drauf gelegt wird, dass Personen diesen kennen und auch danach qualifiziert sind. Ohne Menschen, die wissen, wie so etwas funktioniert, wird ein Management in der Praxis nicht durchführbar sein. Das beinhaltet Risiken und deswegen ist es gut und opportun, Kolleginnen und Kollegen ausgebildet zu wissen. Ja, also sehe ich so wie du. Für mich hat das Thema Kompetenz im Wesentlichen 3 Aspekte. Das eine ist Zuverlässigkeit, das zweite sind Fähigkeiten und Erfahrung und das dritte ist diese Wissenskomponente, die du herausgestellt hast. Und für mich hat also die Personenzertifizierung im Grunde genommen genau die Bestätigung oder die bestätigt, dass ich als Compliance-Verantwortlicher das erforderliche Fachwissen habe.
Ich glaube, wenn man Zertifizierung oder generell Ausbildung falsch angeht, macht man folgenden Fehler. Man liest sich etwas an oder man lässt sich trainieren zu einem bestimmten Thema, kennt aber die praktischen Auswirkungen genau dieser Anforderungen nicht. Und deswegen hast du völlig recht, Andreas. Es kommt nicht nur auf das Wissen an, sondern auch und gerade auf die Erfahrung und das Wissen um die pragmatische Umsetzung von Themen innerhalb von Unternehmen. Sei es Banken, sei es Versicherungen, sei es Industrie, sei es NGOs. Überall dort, wo ISO-Standards gelebt werden und eingeführt sind, ist genau dieses pragmatische Wissen wichtig und sinnvoll. Und dahingehend kann man sich auch ausbilden lassen. Ja, du hast jetzt Banken gesagt und das ist ja etwas, das ist ja praktisch unsere gemeinsame Verbindung. Ich war ja auch mal Compliance-Chef von einem Kreditinstitut. Und da gibt es ja dann auch praktisch aufsichtsrechtliche Vorgaben. Wenn ich mir so die Vorgaben eben an die Sachkunde der Mitarbeiter Wertpapier-Compliance angucke, dann scheint es fast zu sein, dass es bei der Sachkunde ausschließlich um Rechtskenntnis im Wertpapieraufsichtsrecht geht. Und das ist aber nun überhaupt nicht mein Eindruck gewesen. Überhaupt nicht. Und da stimme ich dir völlig zu. Ich glaube, jemand, der genau mit dieser Brille draufschauen würde, was wir beide Gott sei Dank nicht tun, macht genau diesen Fehler. Schaut auf die Regulatorik, schaut vielleicht auf die juristische Ausbildung, die wir beide auch genießen durften, aber vergisst, dass man sein Haus kennen muss. Und sein Haus kennen heißt, welche Produkte werden eingesetzt, welche Services werden den Kunden angeboten, was für Kunden habe ich überhaupt und wie sieht die aktuelle Risikosituation bei mir im Haus aus. Und das führt dann dazu, dass die Regulatorik einfach nachzieht und sagt, und genau das möchte ich auch haben. Und nicht nur die regulatorischen Anforderungen, sondern wie funktioniert das Haus, wo sind die Risikosituationen, um entsprechend gegensteuern zu können, um jetzt das Beispiel Compliance und Compliance-Management-System zu nehmen. Ein aktuelles Beispiel noch aus der Regulatorik, Andreas. Wir beide sind sozusagen im Wertpapier-Compliance beheimatet, haben wir natürlich aber auch eine breitere Ausbildung an dieser Stelle genießen dürfen. Gerade dort hat die Regulatorik angesetzt und gesagt, wir brauchen für Beauftragte, sprich Personen wie dich oder mich, eine klare Vorgabe, worin ist die Sachkunde messbar. Das findet sich für Wertpapier-Compliance-Beauftragte in der sogenannten Mitarbeiteranzeigeverordnung, des WPHG, also in der Langfassung WPHG Mitarbeiteranzeigeverordnung. Das gilt für Beauftragte. Aber natürlich darf man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Compliance-Funktion nicht vergessen. Und genau sorgt auch dafür die BaFin, indem sie in ihrer sogenannten MACOM, den Mindestanforderungen Compliance und weitere Verhaltenspflichten, das ist die persönliche Auslegung der BaFin zum BPAG, genau dort beschreibt, was sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer Compliance-Funktion erwartet. Und das ist sehr detailliert beschrieben und ich halte das, wenn ich ehrlich bin, auch für sehr gut, weil wenn ich nur mit einem abstrakten Wissen irgendwo in ein Haus gehe, werde ich die Risiken nicht verstehen und kann den Vorstand bei seinem persönlichen und auch für das Unternehmen notwendigen Compliance-Risikomanagement nicht unterstützen. Aber lass uns doch noch mal kurz über den Nachweis der Sachkunde sprechen. Also in Banken gibt es ja auch die Prüfberichtverordnung oder wenn wir jetzt außerhalb des regulierten Bereichs unterwegs sind, dann gibt es ja die freiwilligen Prüfungen üblicherweise nach dem IDW PS 980, wenn es Wirtschaftsprüfer machen, oder nach der ISO 19.011, wenn es eben Compliance-Auditoren machen. Beide Vorgaben verlangen, dass die Compliance-Verantwortlichen die erforderliche Kompetenz haben. Und ich denke, da tun sich die größeren Banken leicht. Ja. Die können ihre Compliance-Mitarbeiter in ihren Compliance-Abteilungen einarbeiten und selber heranführen. Und dann weiß ja der Compliance-Beauftragte auch, wem er was zutrauen kann. Im Mittelstand, also außerhalb des regulierten Bereichs, tut man sich dort aus meiner Sicht schwerer. Ja, wen setze ich denn überhaupt ein? Wer ist am besten geeignet in meinem Unternehmen? Und wer kennt sich überhaupt mit Compliance Management aus? So, also ja die Frage dann auch, wie wähle ich die verantwortlichen Personen im ersten Schritt aus? Und an der Stelle sehe ich einerseits als Prüfungsnachweis für Banken, damit man es abhaken kann, aber andererseits auch für die Auswahlentscheidung der Geschäftsleitung. Wer ist mein Compliance-Beauftragter? Da sehe ich in der Personenzertifizierung starke Vorteile. Absolut. Meine Erfahrung sagt mir, Andreas, natürlich muss man erstmal den großen Brocken
der Regulatorik, der Kenntnis und Erfahrung in kleinere Päckchen sozusagen runterbrechen und dort sagen, was ist sozusagen zunächst notwendig und dann Schritt für Schritt sozusagen in eine weitere Ausbildung oder Zertifizierung gehen. Deswegen werden Zertifikate ja auch in unterschiedlichen Levels angeboten. Das ist auch gut so, sodass man auf der jeweiligen Erfahrung auch aufsetzen kann. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und das ist jetzt mittlerweile auch schon knapp 10 Jahre her. Ich hatte mich mal mit einigen Kolleginnen und Kollegen zum Berufsbild eines Compliance Officers beschäftigt und dazu auch publiziert. Kann man mit Sicherheit in der einen oder anderen Stelle in der Literatur auch nachlesen, was das sozusagen ausmacht. Und es gibt, wie gesagt, ein Berufsbild säulenübergreifend, unabhängig von Banken, Versicherungen, Industrie oder auch in öffentlichen Unternehmen, was einfach Folgendes beinhaltet. Und das ist genau das, was du auch gesagt hast, den Unterschied zwischen IDW PS 180 und einem ISO-Standard. Der IDW PS 180, IDW, Institut der Wirtschaftsprüfer, ist für Prüfer geschrieben. Das heißt, die Draufsicht von außen auf ein Unternehmen, ob das Unternehmen richtig funktioniert. Dann würde ich als Haus, als Mitarbeiter, als Vorstand immer nur für die Prüfer arbeiten. Das kann aber nicht mein Interesse sein. Bin ich Risikomanager? Bin ich Compliance-Risikomanager? Bin ich Vorstand? Interessiert mich, wie mein Management aussieht. Also sprich meine tägliche Compliance-Praxis und damit auch mein tägliches Compliance-Risikomanagement. Und genau da setzt der ISO-Standard an, global, der 37301, der auf den Kenntnissen und Erfahrungen aufbaut, der eben sozusagen vorschreibt oder Tipps und Hinweise gibt, wie man genau dieses Compliance-Management, wenn wir bei dem Beispiel 37301 bleiben wollen, Andreas, auch mit an die Hand gibt und dahingehend auch ausbilden kann. Ja, verstehe ich und ich finde den Hinweis auch sehr, sehr richtig, dass der IDW PS 980 eben nicht die Blaupause für ein Compliance-Management-System ist, sondern nur besagt, wie wird das in Deutschland geprüft. Ein international anerkannter Standard für den Aufbau eines Compliance-Management-Systems ist er nicht. Wenn du dich in der globalen Welt ein bisschen bewegst und das ist der Vorteil eines Unternehmens wie Traxert, was nicht lokal begrenzt ist, wie der eine oder andere, der auch Zertifizierungen durchführt, sondern wir sind mittlerweile in über 30 Ländern der Welt präsent, entweder mit unseren Trainern oder mit unseren Personen, die von uns zertifiziert worden sind oder bei Unternehmen, die Personen einsetzen, die von uns zertifiziert worden sind. Dieser globale Standard hat einen riesen Vorteil. Er ist, wie gesagt, global anwendbar und damit nicht lokal in Bezug auf die Spezifikationen, die ich hier in Deutschland habe. Manchmal denkt man einfach zu klein, weil man sagt, es gibt Anforderungen, die wir hier erfüllen müssen. Fair enough. Aber es gibt kaum Unternehmen, wie gesagt, einige und wir beide kennen das aus unserer Historie heraus, kaum Unternehmen, die lokal begrenzte Geschäft durchführen. Wir leben in einer global vernetzten, digitalisierten Welt. Das heißt, die Prozesse, das heißt Zulieferketten, Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz, Auslagerung, alles eine komplexe Welt. Aber es begrenzt sich nicht nur auf ein Land. Das heißt, wenn ich einen Standard implementiere als Management für mich als Unternehmen, brauche ich eine ISO-Norm. Und davon gibt es, wie gesagt, 25.000. Und die mittlerweile bekanntesten sind diejenigen zum IT-Security, Informationssicherheit und eben auch zum Compliance-Management-System. Mich interessiert jetzt der Ablauf einer Personenzertifizierung. Melden sich da die Compliance Officer bei euch selber an und wollen sich zertifizieren lassen? Oder ist das dann etwas, wo die Unternehmen sagen, wir zahlen den Kurs und am Schluss kommst du mit einem Zertifikat heim und das beweist, dass das geklappt hat? Wie funktioniert das genau? Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, an uns heranzutreten, Andreas. Deswegen glaube ich, ist ganz gut, wenn man in dieser Runde das Thema auch nochmal beschreibt. Entweder ich habe als Person Hartmut Renz ein Interesse daran, mich weiterzubilden, auszubilden, qualifizieren zu lassen, zertifizieren zu lassen. Dann gehe ich als Person Hartmut Renz in dem Falle an Traxert ran. Oder mein Unternehmen sagt, ich habe eine Compliance-Funktion mit x Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich möchte, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zertifiziert sind. Dann kommt das Unternehmen zu uns, zu Traxert, und lässt genau diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zertifizieren. Oder es gibt, und das ist die negative Variante, möglicherweise einen Druck von Aufsichtsbehörden. Wir kennen das beide sozusagen gerade auch in der Finanzindustrie, wo durchaus auch einmal eine Aufsichtsbehörde in der Lage ist, zu sagen, die Person A oder B ist nicht oder noch nicht oder nicht mehr ausreichend qualifiziert und wird deswegen auch abberufen.
Also von daher, es ist auch eine Jobsicherungsgarantie, in Anführungsstrichen, oder eben auch eine Weiterbildungsmöglichkeit, um den nächsten Level einer Ausbildung, einer Karrierestufe möglicherweise in Angriff nehmen zu können. Und dafür kann es sozusagen auch eine Drucksituation sein, die dann entsteht, wo man sagt, oh, bevor mir die Aufsichtsbehörde bestimmte Themen wegnimmt oder Lizenzen entzieht oder mir sagt, ich habe ein Organisationsverschulden, weil in dem Falle vielleicht meine Compliance-Funktion nicht funktioniert, dann lasse ich meine Kolleginnen und Kollegen ausbilden, wenn ich sozusagen als Vorstand da drauf schaue. All das sind Möglichkeiten und ich glaube, wichtig ist, dass es keinen klassischen Weg an dieser Stelle gibt, sondern dass wir viele verschiedene Möglichkeiten bieten, in einer sehr großen, flexiblen Art und Weise. Und was uns wichtig ist, wir unterscheiden den Mensch vom Mensch. Wir bieten keine Lösung von der Stange an. Das heißt, man kann sich bei uns trainieren lassen oder eben auch nicht. Das heißt, wenn man sagt, man ist aufgrund seiner Erfahrung 10 Jahre, 20 Jahre im Geschäft unterwegs, dann kann man auch zu uns kommen und sagen, ich möchte nur die Zertifizierung machen, weil ich ausreichend Erfahrung habe. Das ist völlig okay. Das handhaben andere im Markt anders. Wir unbundeln das bewusst, um dort den Fokus zu legen, der für Personen interessant ist, nämlich auf die persönliche Ausbildung, auf den Karrierepfad und auf das, was sozusagen den Menschen wirklich interessiert. Verstehe. Also das sind die verschiedenen Möglichkeiten der Personenzertifizierung und ich persönlich finde das übrigens sehr, sehr gut, dass es abgekoppelt wird von Lehrgangsangeboten. Ich habe allerdings, also ich habe ja eine Zertifizierung durchlaufen und ich kann da aber auch nur sagen, naja, es bringt aber schon was, wenn man kurz bevor man die Prüfung macht, sich nochmal genau mit dem Gegenstand des Standards, auf den sich die Personenzertifizierung nachher dann bezieht, vertraut macht. Denn man kann das alles überleiten, was man an Kenntnissen und Erfahrungen hat, aber es ist schon mal gut, nochmal die Methodik und die Begrifflichkeiten, gerade der ISO-Normen, genau nochmal gehört zu haben, bevor man einen Zertifizierungsversuch macht. Das macht halt das Ganze aus. Du mit deiner Brille, auch mehr als 20 Jahre unterwegs, sagst natürlich vielleicht für dich, ich kenne einen Standard, aber Personen, die vielleicht erst 2, 3, 4, 5, 7 Jahre in der Berufshistorie unterwegs sind, die sind vielleicht noch nicht so erfahren wie du oder auch ich und brauchen genau dieses Training. Aber das ist das, was wir maßgeschneidert anbieten. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Und du sagst ja auch, das Trennen von Training und Zertifizierung ist gut. Das sehe ich genauso. Aber wir können beides. Aber wir benutzen nicht sozusagen den Zwang zu sagen, du musst bei uns ein Training buchen, um zertifiziert zu werden. Diese Konditionalverknüpfung gibt es bei uns bewusst nicht. Lass uns noch mal zu dem eigentlichen Knackpunkt zurückkommen. Und weil ich denke, da müssen wir noch mal etwas Genaueres zu sagen. Wenn ich dich richtig verstehe, sprichst du dich ausdrücklich für den ISO 37301 aus. Und das, obwohl du eigentlich sagst, naja gut, also ich kenne ja die EMMA-Comp rauf und runter und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Das heißt also, du sagst, selbst wenn man erfahrener Compliance-Officer ist in einer Bank, kann man davon profitieren, jetzt nochmal genau den ISO-Standard 37301 sich zertifizieren zu lassen. Der Grund dafür ist, Andreas, die Regulatorik, die du genannt hast, führt genau wieder zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin und halte mich sozusagen die Anforderungen der BaFin, dann bin ich in der, wenn ich Wertpapier-Compliance mache, in der WPAG, in der MiFID und in der EMMA-Comp-Welt unterwegs. Und das ist auch völlig in Ordnung, das ist völlig richtig. Aber ich persönlich glaube nicht, dass unser Geschäftsmodell als Unternehmen, jetzt meine ich nicht Trackside, sondern alle, die ich sozusagen hier außerhalb meines Büros kenne, hören nicht an der Grenze von Deutschland auf zu denken, zu handeln oder zu agieren. Und genau dafür ist der Standard da, weil er sich eben global ausdehnt und weil er eben sozusagen in allen Ländern, in denen ich unterwegs bin, auch als Standard anerkannt ist. Und damit weiß ich, wenn ich sozusagen eine Lieferkette habe, die vielleicht in die USA oder auch nach Afrika oder nach Asien oder nach Südamerika geht, dann weiß ich, dass ich dort auch sozusagen mit genau diesem Standard als Compliance Manager, als Compliance Officer anerkannt zertifiziert bin. Das kann ich nicht mit einer deutschen EMMA-Comp tun, obwohl es der BaFin hier dann beispielsweise für die Wertpapier Compliance Officer gefällt, weil das die lokale Vorgabe ist. Aber denken wir größer und die Welt wird ja durchaus größer durch die Digitalisierung und damit sozusagen auch die Verbindung, brauche ich eben eine globale Denk- und Antrittsweise.
Ich fasse das mal zusammen. Die professionelle Glaubwürdigkeit des Einzelnen steigt mit einer Zertifizierung. Das kann ein wichtiger Baustein sein im persönlichen Karriereplan. Und ja, sprechen wir es doch offen an, es eröffnet dann auch den Weg in höhere Gehaltsgruppen. Wir bei Trexat gehen von 4 Benefits sozusagen aus. Und das ist genau das Thema, was du glaubst oder was du angesprochen hast. Die persönliche Glaubwürdigkeit, die Wahrnehmung auch im Markt, wenn ich zertifiziert bin als Person, meinen eigenen Karrierepfad zu verfolgen und entsprechend ausgebildet zu sein. Und natürlich auch mit zu überlegen, ob ich auf Basis einer Zertifizierung vielleicht in der nächsten Gehaltsrunde oder auch beim nächsten Jobwechsel in eine höhere Gehaltsklasse einsteigen kann. Ja, vielen Dank, Hartmut, für deine Ausführungen. Das waren meine Fragen. Damit sind wir am Ende dieses Videos. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mal wieder ein Video über die aktuellen Ereignisse in der Kryptowelt, so FTX und Mika, machen könnten. Aber mal sehen. Das interessiert uns ja beide auch. Jedenfalls vielen Dank auch euch draußen, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt ihm ein Like, empfiehlt es weiter, abonniert den Kanal. Wenn ihr euch für Personenzertifizierung interessiert, schaut euch auch mal die Website von Trexat an. Ich verlinke die in den Kommentaren. Und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal zu einem Video wieder begrüßen zu können. Danke, Andreas.